Wieder ein Dukes Tempel. Da ist er ja, der Duke. Danke, dass ihr die oberen Fenster freigelegt habt. Kein Problem. Wir haben die Drecksarbeit erledigt. Jetzt her mit dem Pagey. Was? Ich soll euch mein feines Papier geben, sodass ich bei einer Notdurft auf die hiesige Fauna zurückgreifen muss? Wohl kaum. Aber die Idee eines sportlichen Wettbewerbes sagt mir zu. Ich schlage vor, ihr stellt eure Zielgenauigkeit unter Beweis. Ich stelle die Ziele zur Verfügung, auf Grundlage meiner Neandertal-Brüder, und ihr nehmt sie unter Beschuss. Wenn ihr trefft, überlasse ich euch den Pagey. Wie wär's? Habt ihr Lust, es an meinem Schießstand ein wenig knallen zu lassen? Ja, wir probieren das mal aus. Klingt gut. Schießen wir los. Aber dazu brauchen wir bestimmt die andere Fähigkeit. Gütiger Himmel, ihr könnt ja nicht einmal schießen. Ich denke, ihr solltet diesem Trouser einen Besuch abstatten. Auf! Na gut. Ach, dem Pager geht es doch gut, Ursel. Das lächelt. Das steht doch drauf. Okay, das heißt, wir müssen Federn sammeln. Und zwar 8 Stück. Wir haben eine Aufgabe. 8 Federn sammeln, damit wir schießen können. So, erstmal hier noch die wieder eliminieren. Warte, da ist ja noch so eine Stadie. Das ist eine Säule. So, geht auch. So, den müssen wir befreien. Ich teste das mal aus. Wahrscheinlich werden wir dann gleich den nächsten Tod sterben. Man braucht dieses Symbol, also wie das Gesicht, links Auge und Mund. Rechts ist alles verschwurbelt. Da ist es. Ganz oberste Reihe, zweites von links. Gucken wir uns hier drauf. Geht natürlich auf Zeit, war ja klar. Wo ist denn das andere? Nummer 2. Dann brauchen wir hier diesen Fußdaumen. Na. Dann das hier. Okay. Also suchen geht nicht. Also man muss tatsächlich so den. Dann war das der. Der. Achso, jetzt hätte ich den anderen vielleicht erstmal suchen sollen. Und der hier. Wie, Zeit abgelaufen. Und er schießt natürlich. Dann erstmal wieder ein bisschen wampfen. Ah, schon sehr knappes Zeitfenster, finde ich. Na, isst du das wohl? Ah, schon nicht so einfach. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich mir das alles gemerkt habe. Oh, das ist so das Ding. Der. Achso, waren jetzt der letzte. Verdammt. Wo ist der letzte? Ah. Ping, Essen ist fertig. Wie bei einer Mikrowelle. Da unten. Hier unten ist der. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. So, hoch da. 1. Ach komm. 2. Ah, jetzt hat er uns natürlich im Visier. Das ist natürlich schlecht. Ich
Ich bin doch schon mit dem Zeitlimit überfordert. Den. Da ist ein Schmetterling. Jetzt muss ich nur leider erstmal hier wieder. Wohl eigentlich ist es wahrscheinlich schneller, wenn ich eben einmal sterbe. Als jetzt hier die ganzen Schmetterlinge zu suchen. Ist das? Ist das? Zwei noch. Dann sind wir wieder voll. Ah, jetzt hat er den einen eingeseilt. Na ja, gut, das soll auch alles mal reichen. Dann wieder zurück. Wanderding da hinten. Auf, auf. Nummer 1. Nummer 2. Na komm schon, ich habe keine Zeit. Dreh dich weiter. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Und es hat geklappt. Wenn auch knapp. Geht schnell wieder weg. Sicherheitsmechanismus. Also ein Passwort ist nicht hilfreich, wenn man es direkt dran schreibt. Ein Pagey. Ach ja, ich wollte, genau, jetzt wollte ich noch Federn sammeln. Für die nächste Fähigkeit. Hier sind zum Beispiel 3. Also irgendwie. Gut, dann machen wir es halt so. Schade, dass man nicht da ranspringen kann und dann rollen. Das geht irgendwie nicht. Dann vielleicht hinten noch. Da ist noch eine. Moment. Dann müssen wir hier nochmal hoch. Habe ich hier noch Federn übersehen? Jetzt muss ich hier wieder runterrollen. Na gut. Stimmt, hier kann man hin. Dann ist hier die Feder. 26, also noch 4. Nummer 27. Gibt es noch irgendwo welche? Oben kommt man erst später, da sind recht viele. Und noch ein Pagey. Aha. Stimmt, ich glaube, hier war ich auch noch gar nicht. Kann man das kaputt machen? Nein. Achso, hier war ich doch schon. Ist die Molekültante. Hm. Ah, furchtbar. Bunt und dann die ganze Zeit diese fröhliche Musik im Hintergrund. War was ganz anderes. Komm. Drauf da, drauf da, drauf da. Rollen. Warte mal, irgendwo gerade hochzurollen ist echt nicht leicht, dann auch mit der Kamera, die sich dann nochmal wieder bewegt. So, 30, aber wenn wir schon mal hier sind. Ja, das geht gerade ganz gut. Die Steuerung ist ja auch nicht so kompliziert. Aber wieder natürlich wieder klar, Behemot. Wenn du das sagst hier, dann fliege ich gleich wieder irgendwo runter. Und komm auch nicht wieder hoch. So, da hinten war das, oder? War das hier? Nö. Aber hier ist auch eine Feder. Pling. Pling. Und da ist noch eine. Ist auch noch eine Feder, aber da musste man ja diese. Ich glaube, das ist dann auch eher für später bei entsprechender Fähigkeit. Da Doppelsprung. Wo hier ist der Stein ein bisschen flacher.
Pflasterpunkt ist hier. Reicht aber trotzdem nicht. Naja, haben wir immerhin das Schloss mal von hinten gesehen oder diesen Tempel von hinten gesehen. So, und jetzt wieder nach oben. Moment, wo bin ich denn jetzt hier? Das kommt mir bekannt vor. Ach, da bin ich jetzt wieder ganz am Anfang. Da sind Räder. Die kann man ja auch noch mal eben mitnehmen. Und der Tempel. Wunderbar. Huch. Und was stellst du da? Ich bin ein Pagey-Stück. Ich wurde von Kapital B's Schergen zerrissen und in diesen Dschungel geworfen. Meine anderen Stücke wurden in der Nähe verstreut. Bitte finde meine anderen drei Teile, damit ich wieder ganz sein kann. Du armes Ding, keine Bange. Wir werden dich mit dir selbst wieder vereinen. Das klingt irgendwie seltsam. Ich dachte, das hier wäre ein modernes Spiel, Joker. Sammelobjekte sollten schon einteilig sein. Der Meinung bin ich auch. So, dann gib uns hier mal den neue Superfähigkeit. Nein, Mama. Ja, ich bin rechtzeitig zum Abendbrot zu Hause. Warte, ich muss gehen. Willkommen, Freunde. So, ich hätte gerne den Sonarschuss. Was habe ich jetzt ausgewählt? Das ist der Sonarschuss. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja. Wir wollen dazulernen, Trouser. Super. Mit dem nächsten Trick habe ich mal einen Boss aus Welt 3 besiegt. Das war nicht ohne. Okay, scheint ja hier schon mal ein Tipp zu sein. Flaggen, ich kann mich nur noch an die Federn erinnern, Ozzel. Ja klar, du kannst dich ja nicht mal anständig anziehen. Na genau, dieses Sammeln ist halt immer so. Aber gut, hier hast du immer einen Grund zu sammeln. Bei Assassin's Creed hattest du ja keinen Grund zu sammeln. Nur mit den Federn. Der macht auch, hier sind jetzt 200 Federn versteckt. Such mal alle. Um Sonarschuss zu verwenden, benutze Y. Dann schießt unsere lila Freundin brutale Wellen aus Sonars Energie. Ich auch nicht, also diesen ganzen Sammelkram bei Assassin's Creed 1, ich hatte erst den zweiten gespielt, fand ich es echt schwer, das Spiel überhaupt durchzuhalten bis zum Ende, weil es so monoton war in den Spielmechaniken. Echt? Eieiei, nee. Hört sich cool an. Sonst noch was, warum, Junge? Ihr könnt auf Feinde schießen, um sie zu betäuben. Oder Sonar-Totems aktivieren, um unsichtbare Objekte zu zeigen. Aber Vorsicht, Kumpels. Jeder Schuss kostet Energie. Habt ihr Interesse an meinem 18-monatigen Versicherungsplan? Man weiß ja nie. Vielleicht habt ihr diesen Trick ja nächste Woche schon vergessen. Passt schon, danke. Gut, dann fehlt nur noch der Schlürfschuss. Oder hätte ich den nehmen müssen? So schnell schon weg, zögert nicht. Diese Angebote gelten nur kurze Zeit. Ja, mit Sicherheit. So, Y. Ach, verdammt, das war jetzt vielleicht der falsche Schuss, oder? Hätte ich damit das Ding betäuben können? Ich hätte es betäuben können. Gut, bei denen bringt es auch definitiv nichts. Verdammt, den Schlürfschuss hätte ich wahrscheinlich gebraucht hierfür. Ich probiere es mal einfach aus, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Jus-Tempel. So, wollen wir es nochmal?
So, jetzt hier. Ja. Klingt gut. Schießen wir los. Gütiger Himmel. Ach ja, das war tatsächlich der falsche. Na, war wieder klar. Aber ich habe eine lustige Idee. Vielleicht klappt das ja. Wenn wir schon nicht schnell laufen können, vielleicht können wir die Wolke einfach betäuben. Wir probieren das mal. Na, ihr seid wieder da. Seid ihr bereit für ein Rennen? Ja. Geht klar. Nimble, machen wir ein Wettrennen. Ja, klar, wir sehen das Rennen. Haha. Und los. Los geht's. Anschnallen bitte. Eine Runde. Wer zuerst alle Tore bewältigt hat, gewinnt. Und los. Kann ich das jetzt? Nein, ich kann sie nicht betäuben. Schade. Das funktioniert nicht. Da muss man doch rollen. Ist man da ein bisschen schneller, aber die Wolke ist zu schnell dafür. Das klappt nicht. Komm ich da hoch? Also bei der Wolke weiß ich nicht, wie das gehen soll. Naja, bin wieder verloren. Lass mich doch da weitergehen. Sagen wir mal so, ich habe zu beiden jetzt noch keine große emotionale Nähe aufgebaut. So, wo kommen wir denn hier lang? Nirgendwo hin. Kann man darüber springen? Ha, es geht. Darüber. Ah. Neue Gebiete. Die Brücke ist kaputt, da wäre ich auch sauer. Was haben wir jetzt hier? Eine andere Musik. Ah, oder auch nicht. Achso, nee, ich brauch dich nicht hauen. Okay, ich kann mit dir sprechen. Ja, darum geht's ja auch. Also das ist ein reines durch die Gegend springen, mit Leuten reden. So. Sind wir uns sicher, dass er im richtigen Spiel oder Jahrzehnt ist? Hallo, mein Name ist Rextro. Ich euch meine unglaublichen Automatenspiele zeigen. Spricht erstmal Deutsch. Rextro jetzt einsam. Alle Freunde weg für Online-Spielen. Rextro spielt Einzelspieler-Spiele. Bis Freunde wieder da. Seit wann wartest du auf deine Freunde, Rextro? Seit 1997, aber sie sicher bald wieder hier. 1997 konnte man kein Deutsch sprechen? Kein Wunder, dass hier die kantigen Charaktere, dass ihr kantigen Charaktere ausgestorben seid. Rextro Crowdfunding für Rückkehr gemacht. Coole altmodische Spiele. Gekriegt. Rextro musste Elemente von anderen Spielen borgen, aber nicht verraten. Freunde brauchen Spielmünze, damit Automat funktioniert. Rextro hier in der Nähe sicher eine gesehen. Wir haben noch keine Spielmünze, Rextro. Aber, wir haben in der Nähe eine verloren. Wir gehen unsere holen. Abgefahren. Kommt zurück, wenn Spielmünze gefunden. Press Startbutton. Oder auch nicht. Da oben ist eine Feder. Kommt man da hin? Nein.
Au. Das erste Mal, dass ich von so einem Viech getroffen wurde. Unglaublich. Das hier sieht so ein bisschen treppenförmig aus. Aber es macht auch nur den Anschein. Oh. Geht mir das Genudel auf die Nerven. Sorry, aber es ist... Ah. Ah, es ist wieder normal. Schön. So. Da springt man auch nur wieder in den Tod. Und an die Feder kommt man auch nicht ran. Was war das? Da geht's auch nur in den Tod. Dann gucken, führt hier dieser Kanal, nenne ich ihn jetzt einfach mal noch irgendwo hin? Ist wahrscheinlich auch wieder nur Teil der Rennstrecke. Auf jeden Fall sind hier Federn, das ist schon mal gut. 8 Stück immer noch für die nächste Fähigkeit. Uff. Oder könnte man auch schon in die nächste Welt? Ich weiß gar nicht, wie viel man da braucht. Wie viele Pages? Wir haben jetzt ja immerhin 2. Ich glaube nicht, dass 2 reicht. Ist die Frage, ob man erst eine Welt komplett beenden muss oder ob man nochmal irgendwelche Fähigkeiten braucht, um dann später wieder hinzukommen. Was war die komische Wolke? Eigentlich keine Ahnung, wie das gehen soll. Und... sind wir auch schon wieder da. So, wieder volle Lebensenergie. Kaputt machen.